Ja, hi, ich bin wieder da. Scheiße. Das war jetzt unerwartet. Dass ab der Hälfte hier so eine Kacke passiert. Okay. War wahrscheinlich so gewollt. Ich meine, ja, da mussten wir doch nicht so viel. Ja. Ich werde das mal nach. Gut, kam jetzt ein bisschen überraschender, wie ich dachte, aber hey. Jo. Hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Geschafft! Ham, Isaac, ein Schiff kommt gerade an. Die USM Valor, die haben sicher unser SOS gehört. So schnell? Was macht ein Militärschiff hier draußen? Patrouille vielleicht? Egal. Ich würde mich jetzt sogar von Piraten retten lassen. Geh zum Kommunikationsraum. Sobald das Array repariert ist, bekommen wir schon unsere Antworten. Glaube ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Aber gut. Weil... Ach so. Das ist jetzt wieder frei. So, Comrade. Ich meine, da gehen wir ja sowieso gleich hin, ne? Also es sollte automatisch da sein. Nur nicht, dass ich es halt nur nicht vergesse, ne? Aber Speicher müssen wir noch nicht. Ja, ich sollte, ja. Also wem das nervt, dass ich das hier alle 5 Sekunden mache, sorry. Aber ich glaube, so geht es für mich halt wesentlich, nein, schneller. Das ist, also, ich habe erst den Glauben daran, dass es richtig zu Ende geht. Ja. Toll. Ja, zweimal reicht doch, Mann. Wenn ich mal den dämlichen Sack da treffe von denen. Oh nein, hier ist ja das Loch. Warte, warte, warte. Höp! Nein, warte, Mann. Okay, okay. Der ist weg. Der macht aber was anderes Sorgen. Nein, doch nicht jetzt nachladen. Renne. Alter, stirb. Oh. Nein, Mann. Genau, hol den weg. Warte mal, hier war doch. Hat das gereicht? Sind hier vielleicht noch mehr? Also. Hör auf, hinter mir herzurennen. Ich brauche auf jeden Fall Heilung, Alter. Das geht so nicht. Und ich habe, glaube ich, keine Dings mehr. Okay. Oh, fragt sich jetzt halt bloß, wie viel ich hier vergessen. Ich muss hier nochmal abgehen, ne? Ah, da ist ein großer. Yay. Schon wieder. In der lokalen Kommunikation gibt es Rückkopplungen. Wenn sich das vom Kommunikationsarray ausbreitet. Nein, das ist es nicht. Also, die Tür zum Kommunikationsraum ist offen. Du kannst zur Kontrollstation gehen. Ja. Was du sagst. Ich glaube, jemand hört zu. Er ist eher irgendetwas hört zu. Okay. Ich glaube, ich bin alles abgegangen, oder? Aber wisst ihr was? Nach der Scheiße speichern wir das erstmal. Oh Gott. Aber wenn ich mal überlege, hätte ich nicht noch extra Muni gekauft. Also gut, ich hätte noch was anderes nutzen können. Achso, wir müssen ja nach oben. Hätte ich nicht noch extra Muni gekauft? Weiß ich nicht.
Aber ich bin wenigstens erstmal glücklich, dass ich begriffen habe, die komischen Typen mit ihrem Sack da als Hand, dass man vielleicht eher darauf schießen sollte. Okay. Kommunikationszentrale, wir müssen ja sowieso das Ray finden, ne? Das Rig finden, so. Fragt sich jetzt natürlich nur, wie viel sind da unten immer noch? Alter, vom Dings haben wir halt echt übelst viel noch, ne? Und, was mich mal interessieren würde, wie viel haben wir eigentlich? Die benutze ich ja nicht weiter, aber... Okay, ich sehe es jetzt auch nicht. 24. Hm. Da die aber sowieso ziemlich stark ist, hebe ich die mir halt noch auf für... Naja. Irgendeinen Endkampf wird es mit Sicherheit gehen, gegen irgendein Scheißvieh. Haben wir den schon kalt gemacht? Ich bin mir nicht... Warte mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das wieder so ein Assi, der... Ja. Wollte gerade sagen, mach mal hin, bevor der dich ankotzt. Okay, weiter. Nee, weiter aufladen. Doch, geht doch noch. Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch so übelst viel. Nur vorsichtshalber. Ich glaube, er ist weg. Ich bin mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Hä? Okay. Bringt mir nicht allzu viel. Okay, der ist doch tot. Toll, einen ganzen Schuss haben wir noch. Das läuft ja. Die sind echt am schlimmsten. Oh nein. Obwohl, vielleicht muss ich mich um den gar nicht mehr kümmern. Wenn ich den nicht vergessen sollte. Okay, der könnte uns doch noch treffen. Ja, ich weiß, wir müssen da lang, aber wollen wir... Level 3. Freigabe bestätigt. Huhu. Nur vorsichtshalber, ich kann es mir nämlich denken. Sobald ich ein bisschen weiter drinne bin oder irgendwas zerstampfe. Doch nicht. Seltsam, aber gut. Muss mich nicht jucken. Und da ist eh verschlossen. Was ich aber mal machen werde, ist... Boah. Spaß aber hier, falls wir dann doch nochmal hinkommen. War das jetzt hier? Ja. Ist vielleicht nicht so das Beste, wenn das Viech da gerade rumkrabbelt, weiß ich selber. Weil das muss da, glaube ich, immer sein. Aber ich wollte gerade sagen, notfalls kann ich ja noch rausgehen. Guten Tag, der Herr. Hallo,
Logbuch des Kommunikationsraums. Kommunikationsoffizier Bailey hier. Ich möchte das festhalten. Das Schiff wird angegriffen, aber Captain Assayas weigert sich, einen Notruf abzusetzen. Und wir alle wissen warum. Diese ganze Angelegenheit ist illegal. Ecke 7 war abgeschottet. Sie wussten es, wir wussten es. Und wir haben nichts gesagt. Das ist jetzt vorbei. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist die USG Ishimura. Wir brauchen... Moment. Wie im Moment? Er hat das ganze Kommunikationsarray offline genommen. Okay, keiner da. Gut, wir können sagen, ich glaube, die bei der eigentlichen Plattform vorne hätte ich einfach bloß geradeaus gehen müssen, oder? Nee, doch nicht. War ich hier doch richtig, aber das wollte ich noch abhören. Nicht gesendete Nachricht aus dem Array-Speicher angerufen. Guck mal. Das war's. Devana befindet sich in Warteposition. Was macht die Kommunikation? Hinüber. Jemand hat wohl die Parabolantennen kurz geschlossen. Also sind wir am Arsch. Nein, das war schlampig gemacht. Ein paar funktionieren noch. Wir kriegen das schon hin. Wenn ich einen neuen lückenlosen Schaltkreis baue, können wir ein Signal senden. Kurze Reichweite zwar, aber es müsste gehen. Müsste. Okay, los. Es müsste so viel. Ja? Behalte hier alles im Blick. Okay, cool. Das heißt also, uns fehlt eigentlich nur noch ein Rig und dann von Herrn Mercer. Die Geschichte müssen wir noch weiter zugrunde gehen, ne? Das ist auch Mercers Quartier. Ich glaube, da wird es nämlich auch irgendwo enden. Und dann steht uns eigentlich der Supi-Dupi-Freigabe nicht mehr im Weg, ne? Lol, das habe ich noch übersehen. Ach, lol. Nicht gesendete Nachricht aus dem Array-Speicher. Oder kam jetzt doch hier nicht? Weil ich dachte, das wäre jetzt einfach bloß unter Audio-Protokoll, aber... Fortschrittsbericht Captain Benjamin Mathias am Paragon Jordan Luna. Dies ist meine letzte Übertragung. Danach sorge ich dafür, dass wir unsere Pilgerreise ungestört fortsetzen können. Wir haben den heiligen Marker erfolgreich an Bord gebracht. Dr. Kine, Experte für den ursprünglichen Marker, entschlüsselt seine Geheimnisse. Tut mir leid, dass ich Ege 7 unter Quarantäne gestellt habe. Die Arbeit von Direktor Eckhart wurde dadurch gestört, aber sie leiden unter einer Art Epidemie. Wie dem auch sei, der planetare Abbau beginnt morgen wie geplant. Die CEC kann ihre illegalen Aktivitäten einstellen. Der wahre Preis gehört jetzt uns. Mal sehen, wie Irvkov das vertuschen will. Altman sei gepriesen. Befeiers Ende. Okay, ich dachte, unser Herr Mercer wüsste, was da abgeht. Wer ist denn jetzt Eckes? Oder Eckart? Irgendwas mit E war es gerade gewesen. Von dem hatten wir aber noch nicht gehört, ne? Okay, gleich wieder ab in die Schwerelosigkeit, nehme ich mal an. Schwerelosigkeit aktiviert. Schnauze. Ist es tot? Schwerelosigkeit deaktiviert. Ich glaube, die gehen am besten mit Dings weg, aber... Na toll, da stellt sich gleich der nächste hin. Das ist sehr nett von ihm. Okay, 4 Schuss brauchen die. Oder 3. Wo ist denn jetzt das andere Viech erledigt? Okay, es schwebt auf jeden Fall nicht. Und ich muss die wegkriegen. Oh, hi. Warte, ich bin gleich wieder... warte mal. Erstmal nachladen. Ich bin gleich wieder bei dir. Bist du... Sind sie tot? Alter, jetzt komm doch mal von der Ecke da weg, Junge. Der ist aber immer am Start hier, ne? Achso, das war ein Teil von.
Ich hab doch Commodore R, ich hab das noch 9. Ich will halt hier nicht blind links rein, ne? Das ist. Ja, gut, das. Nein, das da wollte ich eigentlich. Was schwebt da noch rum? Ich habe das ja so nie gemacht, ne? Aber irgendwie ganz nice. Aber ich kann mir halt vorstellen, hier kommt noch mehr. Und das da macht mir am meisten Sorgen. Wenn da jetzt wieder irgend so ein Scheiß rauskommt. Na, ich lade mal nach. Okay, ich muss vom Hauptdings. Ganz ehrlich, das erinnert mich ein bisschen an Watch Dogs. Um ehrlich zu sein. Frage ist halt bloß, muss ich die alle verbinden? Und wenn mir hier noch viel, viel mehr Viecher auf den Sack gehen. Ich meine, muss ich hier nur drauf schießen? Muss ich. Okay. Das ist im Arsch. Ich glaube, die muss ich halt alle tauschen, oder? Also ich weiß nicht, ob da einfach drauf schießen reicht. Ich kann mal eben probieren. Oh nee, warte mal, lass uns mal mit dem probieren. Nee, das funktioniert so nicht. Lol. Ist das so ein Verbindungsstück manchmal? Warte mal. Initial kommt es von da. Das war ja im Arsch. Ja gut, das funktioniert so nicht. Aber das scheint. Okay, das geht rein. Aber kann ich das auch irgendwie drehen? Das wäre ja mal die Frage. Nein. Obwohl, das könnte ich da unten machen, warte. Ich meine, vielleicht habe ich bloß bestimmte zur Auswahl. Und dass ich die halt nicht drehen kann. Guck mal hier, da müsste der Strom nach oben gehen. Den raus. Ja, jetzt bräuchte ich aber auch einen, der geradeaus geht. Also das kann ein bisschen dauern. Weil hier werde ich erstmal wahrscheinlich suchen müssen, wo, wie, was, wann. So, den Scheiß hier weg. So, das ist es auch nicht. Das wäre zum Beispiel, was wir vielleicht nutzen könnten. Wenn ich überhaupt richtig liege. Ich muss ja irgendwie. Ja, das funktioniert super, weil ich den Scheiß ja nicht drehen kann. Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen, ne? Mal, wenn ich mal so drehe. Obwohl. Das hätte ich mal. Nein. Alter, komm her. Ach so, ja. Ich wüsste halt nicht, wie ich mich drehen kann. Also so, dass das vielleicht richtig reingeht. Ich kann es in dem Moment ja auch nicht greifen. Das ist das Problem. Oder ich muss es halt wirklich alles über Eck machen. Aber über Ecken komme ich ja gar nicht weiter. Warte mal, so. Oder? Okay, das ist. Pass auf, ich werde es mal anders probieren. Ich nehme mal so hin. Weil ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, dass ich es über die Ecken schicken kann. So, das funktioniert so schon mal nicht. Da brauche ich ein anderes. Das ist dasselbe. Das funktioniert so auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle brauche. Das ist halt das Problem. Hallo?
Okay, das könnte das sein, was ich vielleicht brauche. Jo, das sieht besser aus. Komm mal weg. Ah, okay, okay. Läuft weiter. Da geht es aber wieder nach unten. Das bringt mir nicht viel. Ich muss ja... Also ich hoffe, dass das richtig ist, dass ich zur Mitte kommen muss. Nicht, dass ich alles verbinden muss. Weil... Warte mal, das habe ich jetzt darüber geschickt. Das darunter, das bringt mir nicht so viel. Oder muss ich alle... Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich alle verbinden muss. Ich habe auch gar, glaube ich, gar nicht so viel Verbindung. Langsam horte ich die Kacke hier aber auch, ne? Also ich kann ja mal gucken, warst du das jetzt? Ja. Ich kann mal gucken, ob das funktioniert, dass ich bis in die Mitte komme. Aber das sieht halt so aus, als ob der 3 gespeist sein muss, ne? Bevor da wirklich was passiert. Hab ich noch... Oh Gott. Ah, dann müsste ja komplett... Ja, das geht ja auch nicht. Komplett drumherum geht nicht. Und das hätte ich mir eigentlich sparen. Oder... nee, doch nicht unbedingt. Warte mal. So ist richtig rum. Hätte ich mir das sparen können? Wahrscheinlich... Nee, doch nicht. Ich war schon richtig. War schon richtig. Ich brauche halt jetzt bloß noch, um irgendwie nach vorne zu kommen. Aber um ehrlich zu sein... Das ist auch defekt. Ich sehe kein... Also ja, ich sehe jetzt hier ins Drumrum. Das flippt da auch. Ich brauche ein Grades, Mann. Lass mich erzählen, dass es hier bloß ein Grades gibt. Ich weiß, das ist nicht gerade. Ich wollte bloß mal gucken, ob das zur anderen Seite geht. Natürlich nicht. Dachte ich mir bald. Ich habe nur so eine Verlängerung. Mein Problem ist, ich hätte es ja auch vielleicht von der anderen Seite aus machen können. Wo sind die Dinger, die hier noch rumschweben? Komm mal. Nein. Komm mal her. Finde ich aber zur Abwechslung echt mal entspannt, dass man hier in Ruhe und so machen kann. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so interesting ist. Weil ich wollte erstmal die Dinger, die hier rumschlawinzeln. Nein, das war's nicht. Mann, Alter, hör auf hier rumzuflippen. Komm her. Dass ich die erstmal verwurschtel. Damit ich überhaupt sehe, wo die ganzen Teile sind. So. Von der Theorie her. Ja, ich brauche hier wieder 2. Ich bräuchte halt wieder 2, aber ich habe keins, was gerade ist. Wie soll ich denn das dann machen? Ich habe nur 1 und das geht nicht so rum, wie, so, wie ich brauche. Das geht darum. Warte mal, nee, so rum habe ich nicht. Bis nach oben. Da ich ja nichts anderes habe, müsste das ja an sich trotzdem über diese gehen, ne? Das geht nach oben.
habe meine Idee. Ich habe meine Idee. Vielleicht funktioniert das. Machen wir ab hier. So, dann das gerade Ding. Hier hin, weil wir hier nicht nach oben können. Und dann die... Jo, das müsste, glaube ich, passen. Bitte sag mir, dass das passt. Das war mal schön. Ein kleines Rätsel, nicht allzu schwer. Viecher waren nur am Anfang. Schön. Aber ich muss vorher mal gucken, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich sonst die... Nee, kann ich noch nicht machen. Dass ich da halt was verpasse. Okay, das hatten wir ja mit abspielen. Bevor ich das Knöpfchen drücke, es wird 100 Pro wieder irgendwas kommen. Meine ja nur. Iron Man? Hier ist die USM Valor. Dies ist eine Antwort auf das SOS-Signal der USG Shikora. Ah. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Rettungskapsel. Ach, Scheiße. Hammond hatte sie abgeworfen. Da war Chen. Diese Kreatur war. Oh. Nein. USM Valor, kommen. Kommen, Valor. Oh, das Signal ist nicht stark genug. Können wir die Langstreckenantenne benutzen? Nein, irgendwas blockiert die Drucktüren über dem Kommunikationsarray. Scheiße. Man kann sie im Wartungsraum manuell öffnen. Ich gehe. Versuch sie weiter zu erreichen. Natürlich machen wir das. Liebend gerne. Warum muss auf diesem verkackten Schiff auch immer alles im Arsch sein? Mal ganz ehrlich. Kann hier nicht mal irgendwas funktionieren? Muss ich nie... Hä? Ist das eine andere Etage? Das ist, glaube ich, eine andere Etage. Warte mal. Etage wechseln? Ja, du. Etage 1. In die Etage 1 waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Judy. Heißt also, wir kriegen wieder neue Viecherchen. Juhu. Ich habe mich auch erst gefragt, welche Rettungskapsel, aber dann... Ja... Fehlt es mir auch von Schuppen, wie Schuppen vor den Augen. Judy, dann würde ich aber trotzdem sagen, das passt ganz gut, auch wenn es halt nicht immer eine halbe Stunde, das muss ja auch nicht immer so ganz genau sein, ne? Dann würde ich an der Stelle die Folge beenden und dann gehen wir mal morgen gucken, ob wir die Antenne hinkriegen. Wahrscheinlich schon, aber dann ist wahrscheinlich wieder irgendwas anderes im Arsch. Also ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao, ciao.